Seltsam. So nah am Allerheiligsten keine einzige Wache. Mir scheint, das liegt nicht an der Sorglosigkeit der Amaljar. Hallo Trantüten. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Wieso habt ihr das getan? Hab ich das nicht schon mal erklärt? Wir sollen die Primae abschlachten, die wilden Stämme rufen, damit sie Sehnsucht nach einem stärkeren Gott bekommen. Aber wisst ihr was? Dieses Spielchen der Ashians dauert mir zu lange. Es geht doch viel schneller, wenn wir dich aus dem Weg räumen. Was wird das für ein Chaos, wenn die Kriegerin des Lichts vernichtet ist? Lass doch mal sehen, ob du zu etwas Nütze bist. Dein Leben für die Leben der Bewohner einer ganzen Welt. Wir haben auch noch eine Rechnung offen, wenn ich mich recht erinnere. Mal um. Alize! Alles in Ordnung. Kümmere dich gar nicht um mich. Gut, vielleicht bewahre ich nicht immer einen kühlen Kopf wie mein Bruder. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ja.
Oh Gott, leicht überfordert. Ja. Ich versteh's nicht. Zeit, die Sache zu beenden. Okay, es war geplant. Also, wir sind wieder frei. Was wird das, du Knalltüte? Hast du deinen eigenen Plan vergessen? Keineswegs. Ich folge dem Plan. Meinem Plan. Was? Hieltet ihr eine Nova wirklich für die Rettung? Ist euch klar, welch ungeheuer hohen Preis ein solcher Eingriff hat? Diese Stimme. Orianger, bist du das etwa? Pärchen. Verzeiht mir, dass ich für eine Weile im Zwielicht wandelte. Mhm. Wie konntest du nur? Ich dachte schon, du hättest uns verraten. Mhm. Erklär uns alles später. Sag mir nur eins. Bist du auf unserer Seite? Immer, Fräulein Alizé. Euer Zeichen. Gleich viele auf jeder Seite, aber nicht mehr lange. Alles klar! Das sieht gar nicht gut aus. Schnell, übertragt eure Kräfte auf mein Schwert! Zusammen können wir eine mächtige Klinge formen, bevor sie angreifen. Ich rufe das Lied immer noch als Klingelton. Also dann. Nein! Warum werde ich eigentlich so gequält? Das eine Lied, was eben lief im Hintergrund. Also das vor diesem hier. Glaube ich. Wobei das ja auch cool ist. wenn es noch mal kommt, dann kann ich dir das noch mal sagen. Ich glaube, das wird noch mal kommen. Ansonsten schicke ich es dir nachher mal, wenn ich finde. Beziehungsweise ich mir einfach eine Wiederholung einmal an. Der Äther reicht noch nicht.
Und wann muss ich das dann ungefähr wieder machen? Immer dann, wenn es auftaucht? Ewigkeiten dauern. So, bitte weg! Wenn das Tempo beibehält, ist ein 3 Wochen Shadowbringer. wär cool! Was ein Glück, Luna. Okay, jetzt müssen wir mal in Ruhe hier. So dauert das nur noch länger. Alize, alles in Ordnung? Ich habe mich schon besser gefühlt, aber es geht schon. Wir haben es geschafft. Das war's. Der Punkt geht an die Helden unserer Welt. Für ein Endergebnis ist es allerdings noch zu früh. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie wir überhaupt in eure Welt gekommen sind? Mit einem Kristall? So ist es. Ein Lichtkristall, um die Seele über Dimensionsgrenzen hinwegzuheben. So wie die Ashians Kristalle der Dunkelheit benutzen, um zwischen die Welten zu fliehen und die Auflösung der Seele zu verhindern.
Schön erklärt, Verräter. Anders gesagt, wir sind noch lange nicht erledigt. Der Tod kümmert uns nicht. Nein, warte! Bedeutet das etwa, dass ihr euren Körper in eurer Welt zurückgelassen habt? Also, dass ihr... Ja, wir haben unser Leben für unsere Mission geopfert. Dabei waren wir anfangs einfache Abenteurer, nichts weiter. Wir wollten nur helfen, Leuten, die uns nahe standen und in Bedrängnis waren. Helden oder Krieger des Lichts wollten wir nie sein, aber Heidelin hatte uns einfach zu stark gemacht. Bald waren wir lebende Legenden. Wir kämpften und kämpften, bis es nichts mehr zu bekämpfen gab. Das Licht wurde übermächtig und jetzt droht alles darin unterzugehen. Verdammt, warum haben wir es nur so weit kommen lassen? Du wirst das ja wohl verstehen, Heldin Eorzeas. Nach allem, was wir angerichtet haben, können wir nicht aufgeben. Niemand versteht das, Arbert, wenn er es nicht selbst durchgemacht hat. Der Tod ist hart, aber aus Einfalt eine Welt zerstört zu haben... Lass uns weiterkämpfen. Für unsere Kameraden zu Hause. Es ist noch nicht zu spät. Nach so viel Leid die Opfer noch weiter vermehren? Es gibt einen anderen Weg. Benutz deinen Lichtkristall, schnell! Regenbogen. Wir haben jetzt die Regenbogenfarben. Ach, so grün. Wo sind wir hier? Oh, meine armen Kinder. Welch bitterer Schmerz. Welch unfassbar großes Opfer habt ihr für die Euren gebracht. Minfilia! Heidelin, Lichtkristalle aus zwei Welten sind zu dir zurückgekehrt. Nun kannst du gewiss diejenige freigeben, die anstatt deiner sprach, als dir die Kraft dazu fehlte. Minfilia! Was? Ja. Nun will ich erfüllen, was ich bisher nicht vermochte. Einer Welt Rettung zu bringen, wie ich es schon lange versprach.
ich habe eure Klagen wohl vernommen. Dessen seid versichert. Euer Flehen verhallte nicht ungehört. Minfilia! Kinder des Lichts, mein Name ist Minfilia. Ich verbinde den Willen dieses Gestirns mit denen, die ihm folgen. Ich bin ihre Fürsprecherin, Heidelins Botin. Ich werde in die erste Splitterwelt gehen, um das alles überflutende Licht einzudämmen. Es ist noch nicht zu spät. Ha, hör auf mit den Märchen. Oder hat Heidelin auch nur einen Finger gerührt, als wir sie angefleht haben? Vergebt mir. Genau wie Zodiac die Ashians braucht, um seinen Willen zu verwirklichen, so kann auch Heidelin ihre Kraft nicht direkt regulieren. Nun aber habt ihr Heidelin etwas von ihrer Stärke zurückgegeben, sodass sie mich von meiner Aufgabe entbinden konnte. Ich war ein Teil ihrer und habe all eure Klagen und Bitten vernommen. Alles wird sich bessern. Eure Welt ist nicht dem Untergang geweiht. Orianger, ich danke dir, dass du hier alle zusammengeführt hast. Als ich hörte, was mit dir geschehen war, schien mir deine Absicht offenkundig. Indem du in Heidelin aufgingst, erlangtest du ihre Kräfte, ihr Wissen, die Perspektive des Planeten. Ich selbst erfuhr von den Ashians von der ersten Splitterwelt und ihren Helden, die eine so große Bürde auf ihren Schultern trugen. Für einen Moment sah ich unsere eigene Welt dasselbe Schicksal erleiden. Ich musste ihnen helfen. Dazu sah ich nur einen Weg. Heidelin müsste Minfilia in die lichtüberflutete Welt schicken, sobald sie stark genug war. Gestärkt durch Lichtkristalle, die nur bei einer Begegnung zwischen den Kriegern des Lichts und der Dunkelheit hier versammelt werden können. Ich zweifelte nicht, dass es das Beste für unsere Welten wäre. Doch unsere teure Gefährtin würde uns verlassen müssen. Vielleicht für immer. Du hast also von Anfang an in Kauf genommen, Minfilia zu verlieren? Ein Leben für das Los einer Welt. Das war der Tausch. Und du das Pfand, das ich gab, ohne es zu besitzen. All die Erfahrungen, die wir gemeinsam machten, die erhebenden und die bedrückenden. Ihr kennt mein Herz. Ihr wisst, was mir etwas bedeutet. Nun muss ich einen Pfad einschlagen, den ich nur alleine gehen kann. Wirst du das wirklich auf dich nehmen? Tancred, du hast mir immer beigestanden und dafür danke ich dir. Mein Vater wäre froh, jemanden wie dich an meiner Seite zu wissen. Was du mir gegeben hast, all die Liebe und Fürsorge, will ich nun an andere weitergeben. Auch wenn wir uns nun trennen müssen, so wird mein Herz doch immer bei dir sein. Manchmal vergesse ich, dass du nicht mehr das kleine Mädchen von damals bist. Ich weiß, du wirst es schaffen. Ich habe
euch auf allen Wegen begleitet, seit meine Seele ein Teil Heidelins geworden war. Ihr habt das Licht des Bundes hochgehalten. Vielen Dank. Louise Was starb, Tupsi Marty. Nehmt ihn und bleibt auf der Hut. Wir wissen noch nicht alles. Und der Kampf von Licht und Dunkelheit ist noch lange nicht beigelegt. Unsere Lichtkristalle sind erschöpft. Was bleibt uns anderes übrig, als darauf einzugehen, was sie uns anbietet? Heidelins Botin, wenn wir dir vertrauen sollen, dann habe ich eine Bedingung. Nimm uns mit zurück in unsere Welt. Dort ist alles, was uns etwas bedeutet. Dort gehören wir hin. Nichts für ungut. Wir waren immer genau wie du, naiv und idealistisch. Aber ob Licht oder Dunkel, darum geht es gar nicht. Du hast gehört, wohin unser Weg uns geführt hat. Denk nach und wähle einen besseren. Kämpf für eure Zukunft. Nun einmal diejenige bin, die zu einem Abenteuer aufbricht, ist ungewohnt. Aber ich will meine Aufgabe erfüllen und dieses Gestirn wahrhaftig vom Leid und Schmerz befreien, so wie du von jeder Mission siegreich zurückgekehrt bist. Das verspreche ich. Ich danke dir für alles, Mutter. Hallo Mira! Schön, dass du reinschaust. Ach, wir sind jetzt auch wieder zurück. Vielen lieben Dank für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kriege hier schon wieder irgendwelche Fußball-Nachrichten, die ich gar nicht haben will. Von Frisches. Ich hoffe, es geht euch gut.
Und ich hoffe, Mira, du hattest eine schöne Woche. Einen schönen Tag. Aber ich wüsste das auch gern bezüglich Heidelin. Ja, ja auch. Musste die letzten Tage ein bisschen auf Fotos aufpassen, da er ja eine OP hatte. Und ja. Da habe ich dann immer so 3 Augen auf ihn statt nur 2. Was ein Fußballkrimi. Also auf der einen Seite will ich wissen, wie es weitergeht, auf der anderen Seite will ich nicht wissen, wie es weitergeht. Oh. Sind wir in Südkanada? Ja. So. Toll, ich krieg so eine scheiß Mutbrider-Puppe. Was soll ich damit? Ja, okay. Wenn das so ist. War ich hier nicht gerade nicht erst? So, sagt mir doch mal, wo wir jetzt auf dieser Wüste hier wieder wegkommen. Und die Tiere legen oben auch die Wohnung auseinander. So, warte, wo muss ich hin? Ach du Grüne, ich bin ja am Arsch der Welt. Nein, dich will ich nicht. Toll. Okay, weiter. Warum kriege ich eigentlich immer die Tiere, die ich nicht haben will? Ich will nicht haben. Achso. Dahin. Bitte sag bitte. Okay, nee, es wird nicht gesprochen. Schade. Ach ja, ja. Die haben sich ja das Lager angeguckt. Stimmt, da war was. Ich hätte immer noch gern den Kobold als Begleiter. Viele hier für immer weg. Du hast doch keinen. Ja, stimmt. Den habe ich, ja. Eine Kaya-Lakenpuppe. Das wäre geil. Also so ein Kaya-Laken-Pet. So, mega cool. Das Kaya-Lakentier. Jetzt auch in ihrem Edeka. Oder Rewe oder Penny oder wo auch immer. Ach komm, soll ich jetzt auch endlich mal wieder mit zurück? Das ist ja nett. Ach, ist das hier wieder rausgebart? Also. Ja. Ich finde, er sieht damit aus wie so ein Insekt, das hier vorne diese Klappen hat.
Böser Blick. Wen Ida nicht immer alles kennt, ne? Wo war der Sonnenstein nochmal? War das in dieser einen Bucht da? Okay, auf den Sonnenstein. Stimmt, wir haben Ida noch nie ohne Maske gesehen, oder? Ah ne, da ist der Sonnenstein. Nur so einen ganz kleinen Teil hatten wir mal gesehen. Glaube ich. Ach, das ist wieder dieser komische Finger. Hallo, Alfino. Ein komisches Gefühl, jetzt wieder hier zu sein, mit euch allen vereint. Zum ersten Mal, seit wir die arme Moon verloren haben. Ja, wir sind wieder vereint. Aber was geschehen ist, hat uns verändert. Tatsächlich sind alle hier, die nach dem Bankett in Uldar verschollen waren. Gewissermaßen auch Minfilia. Die Einzige, ja, die sich immer verändert, bin ich wegen meiner Haare. Fast wäre das Licht der Morgenröte erloschen. Aber jetzt ist es über den eisigen Norden wieder hierher zurückgekehrt. In der Tat. Aber der Bund der Morgenröte wird nicht derselbe sein. Wisst ihr, all die Erlebnisse und Begegnungen in Ishgard haben mir gezeigt, dass es am wichtigsten ist, seinem Herzen zu folgen. Ich hoffe sehr, dass der Bund der Morgenröte weiter besteht. Aber ohne unumstößliche Richtlinien vorzugeben. Wenn wir weiter die Rettung Eorzeas anstreben, dann ein jeder von uns aus freiem Willen und jeder auf seine Weise. Also eher eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten als eine Organisation. Ja, das finde ich gut. Mein Ziel ist es, die Wahrheit über diese Welt zu erfahren. Ich werde weiterhin über die antiken Primae forschen, bis wir alle Zusammenhänge verstehen. Krele, würdest du mich dabei weiterhin begleiten? Nun ja, ich bin ja aus Shalian gekommen, um zu helfen, auch wenn ich ursprünglich nur Minfilia wiederfinden wollte. Aber nach all unseren gemeinsamen Prüfungen möchte ich die große Aufgabe, die ihr euch gesetzt habt, bis zum Ende mit euch durchstehen. Deswegen bitte ich euch, nehmt mich in den Bund der Morgenröte auf. Aber natürlich. Nichts lieber als das. Sei uns willkommen.
Uriange, können wir dir auch weiterhin die Beobachtung der Ashians überlassen? Mir wollt ihr vertrauen? Obwohl ich euch in die Irre führte und euch diejenige für immer nahm, die euch so teuer war? Kein Wort mehr, Uriange. Es war auch Minfilias eigener Wille. Rede ihren Entschluss nicht klein. Wir müssen die Welt beschützen, die sie uns anvertraut hat, und erfahren, woran dieser Planet leidet. Beschützen liegt mir ja, aber forschen? Das ist dein Gebiet. Na? Nun gut. Ich fühle selbst, dass dies die mir zugedachte Aufgabe ist. Auch für Moon Breeda, die im Kampf gegen die Dunkelheit ihr Leben gab. Tja, dann werden wir weiter beobachten, was in der Befreiungsarmee passiert. Schließlich haben die Eisenmasken den Amaljar Kristalle gegeben. Und außerdem ist der neue Statthalter von Alamigo ganz klar ein Tyrann. Auf den sollten wir sowieso lieber ein wachsames Auge haben. Alize, was ist mit dir? Du weißt doch, Organisation und Vereine liegen mir nicht so. Aber wie ihr den neuen Bund dargestellt habt, finde ich gut. Und du bist ja auch dabei. Was soll das denn heißen? Und dass mich bitte keiner mehr Fräulein Alize nennt, ja? Ich bin ja nicht als Enkelin des großen Louis Soir hier, sondern aus meinem eigenen Entschluss. Ich hoffe auch, dass ihr kein falsches Bild von mir habt. Mit grandios klingenden Titeln habe ich abgeschlossen. Tja, ich hoffe es. Dürfte ich fragen, hochwohlgeborener Herr Alfino, ob ihr mir auch weiterhin gestattet, als Rezeptionistin des Bundes meine untertänigsten Dienste zu verrichten? Die macht sich einen Spaß draus. Ach, Tataru, jetzt hör doch auf damit. Was sind nun deine Ziele? Und damit meine ich, was du persönlich anstrebst. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Eieiei. Was steht auf der Suchblam? Das Vermächtnis unserer Kameraden im Herzen bewahren. Etwas wo. Gegen die Gegner kann ich ja nichts ausrichten. Nun, dann lass uns sehen, was die Zukunft bringt. Auch wenn viele Hindernisse vor uns liegen, werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Bund der Morgenröte künftig Eorzea wirklich in helles Morgenlicht taucht. Jetzt kriege ich die komische Puppe. Ich habe vieles, über das ich mich freuen würde. Diese Puppe gehört nicht dazu. Die Emmerich-Puppe, die war cool. Die Helden einer Welt sind die Plage einer anderen. Und der Verlust für eine Welt ist einer anderen Gewinn. Gewiss ist nur, dass sie alle in den Herzen anderer weiterleben.
habe eine Bitte. Würdet ihr mir Louisois Stab anvertrauen? Keine Sorge, ich stelle nichts Böses damit an. Das könnte ich meinem ehrenwerten Lehrmeister ja nicht antun. Ich möchte nur für das Kommende gewappnet sein. Ja. Danke. Der hat immer so einen grimmigen Blick drauf. Ein Ende ist ein Anfang. Und so muss erst etwas beendet werden, bevor etwas Neues beginnen kann. Ich bin auch am Anfang vom Ende. Ist das so? Sie sind doppelt. Gibt sie zweimal. Ach, er wieder. Präsenter. Was? Nein! Ach komm. Nicht ernsthaft. Die kennt man doch, Jana. Ach, du schon wieder. Es war so lang still um dich. Ja. Okay. Meine liebste Heldin. Ach, da hinten.
Nein! Ich drück auf Ja. So, ich muss gleich nochmal ganz kurz Sprüches bei was helfen. Aber wir gehen nochmal nach da oben. 5 Minütchen habe ich noch. Oh Gott, dieses Vogelfiech, ey. Wir wechseln einmal unser Pet wieder. Jetzt. Ah, mein Moki, ja, der ist toll. Muss ich wieder nach oben? Verlauf mich doch hier jedes Mal. Nee, hier muss ich hin. Aber den Weg auf Anhieb finden. Ganz still halten, ne? Oh Mann, das kommt denn jetzt? Oh Gott! Was? Was? Nein? Nein? Dreht der Taro jetzt völlig durch? Was? Oh Gott, ich sehe mich. Ich. Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? So sieht man also aus, wenn man vermessen wird. Jetzt kannst du in dieser kleinen Höhle, beschwerst du dich. So vermisst man doch nicht. Die haben mich geschlagen. Außerdem, derer, solange ich nicht weiß, wie die Kleidung aussieht und ob ich sie gebrauchen kann, wahrscheinlich kann ich sie nicht gebrauchen, aber sobald ich das nicht weiß, freue ich mich noch nicht. Am Ende sitze ich in so einem riesigen Moki-Kostüm oder in so einem fetten Schokobo-Kostüm. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was das wird. Sieht gut aus. Echt? Ja. Am Ende habe ich so einen Bommel hier oben drauf. Aber das Schokobo-Kostüm nehme ich auch. Da sind wir. Haben wir euch lange warten lassen? Überhaupt nicht. Wer hätte schon gedacht, dass der Bund der Morgenröte sich je wieder hier versammeln würde? Also, warum hast du uns hierher gerufen? Bestimmt nicht nur, um das Wiedersehen zu feiern. Da hast du recht. Die Krieger der Dunkelheit sind zwar fort, aber damit sind Eorzeas Probleme noch lange nicht gelöst. Der Bund hat alle Hände voll zu tun. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie es nun weitergeht. Die dringendste Frage ist natürlich... Wer soll Minfilias Platz einnehmen? Bruder, wer von nun an den Bund der Morgenröte anführen sollte, ist wohl keine Frage. Was? Nicht? Auch wenn sich jeder von uns mit Herz und Seele dem Wohl Eorzeas verschrieben hat, gibt es nur einen, der immer wieder die Initiative ergriffen und Führungskraft bewiesen hat. Dich, mein Bruder. Nein! Und mach dir nichts zum Anführer, das ganze Ding geht den Bach runter. Mach doch nicht ein Kind zum... Nein, bitte nicht. Augenblick tut es mal. Nicht. Nein, bitte. Hast du vergessen, Sprache wie ich als Anführer der Kristallstreiter versagt habe? Mit meiner Truppe habe ich den Feinden Eorzeas bestens in die Hände gespielt. Vielen Dank, aber ich glaube, ich diene dem Bund besser als einfaches Mitglied. Brauchen wir denn überhaupt einen Anführer?
Anstatt einem von uns gegen seinen Willen diese Bürde aufzuerlegen, sollten wir vielleicht besser auf einen Anführer verzichten. Ja, klingt gut. Tja, eigentlich hast du bisher am meisten Schweiß und Blut für unsere Sache gelassen. Aber es wäre unverschämt, dir noch mehr Verantwortung aufzuhalsen. Mich fragt aber auch keiner, ne? Als ich will es auch nicht machen, aber... hätte sie kaum noch Zeit für eigene Missionen. Nein, ich denke auch, dass wir für eine Weile ohne Anführer auskommen. Das klingt gut. Hua, wer bist denn du? Und was ist nur mit dir passiert? Yes. Huch. Tataru, was ist dir los? Sie ist auf einmal hier hereingepoltert und seht doch, sie ist schwer verletzt. Nago, was um alles in den 12 Himmeln ist mit dir geschehen? Yestola, hilf ihr, sie gehört zu mir. Krele, schnell, deinen besten Heilzauber. Sie wird überleben. Die Blutungen sind gestoppt. Aber sie wurde wirklich übel zugerichtet. Ich wundere mich, dass sie es überhaupt bis hierher geschafft hat. Danke. Ihr habt mich gerettet. Ich habe eine wichtige Nachricht, die nicht warten kann. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Deshalb musste ich eine gut bewachte Straße nehmen. Danke, Frösche. Die galliischen Speer hätten mich fast erledigt. Danke für 100 Bits. Jetzt bist du hier, in Sicherheit. Sag, welche Nachricht ist es wert, dass bin du gleich dein da. Leben riskierst? Ich heiße Imnago. Ich habe eine Nachricht an den Bund der Morgenröte. Von der Befreiungsarmee von Alamigo, der ich angehöre. Wir haben von den neuesten Plänen des Greifen und seinen Eisenmasken erfahren. Diesmal wird es ernst. Oh oh. Der Greif und seine Eisenmasken machen angeblich ganz schön Krawall in letzter Zeit. Sie werden nicht müde, die Migiten an ihren Hass auf das galäische Kaiserreich zu erinnern. Sie planen, den Belsa-Wall von migischer Seite aus anzugreifen und zu besetzen. Da haben sie keine Chance. Der Wall ist eine gigantische Festungsanlage, die Gaius van Belsa entlang der Grenze zwischen Credania und Alamigo errichten ließ. Das Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Was wollen sie damit bloß bezwecken? Sie wollen den Krieg in die Nachbarstaaten tragen, die Eoseische Allianz in den Konflikt ziehen. Das würde ihrer Sache natürlich nutzen. Aber zu welchem Preis? Wenn der Funke des Krieges einmal überspringt, besteht Gefahr, dass ganz Eorzea mit einem Flächenbrand überzogen wird. Soll das ein Bierkrug sein? Auch wenn sie den Wall einnehmen, können sie ihn nicht lange halten. Ich erkenn's gar nicht richtig. Sobald die galäischen Reservearmeen anrollen, ist Schluss mit dem Aufstand. Was auch immer die Eisenmasken bezwecken, wir dürfen nicht tatenlos dabei zusehen. Wir müssen die anderen Staaten über die Situation informieren. Du hast recht. Ich werde nach Limsa Luminsa gehen und Admiral Merlweb in Kenntnis setzen. Tankred, du informierst Rauban. Mhm. Lass mir raten, ich will nach Credania? Alfino und Alize, okay, nee. Ihr geht nach Credania. Die Stadt liegt im Wall am nächsten. Dort sollten sich Vertreter aller Mitglieder der Allianz versammeln und das gemeinsame Vorgehen planen. Kümmere du dich um Ishgard. Überbringe Emmerik die Nachrichten und okay. Überzeuge ihn davon, persönlich an der Besprechung in Credania teilzunehmen. Tataru und Krele, würdet ihr euch bitte um Nago kümmern? Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder vollkommen genesen ist. Irgendwie mag ich Nago. Kennst du zwar nicht mehr? Alles klar. Auf geht's. Irgendwie ist sie cool. Mit den düsteren Nachrichten, die uns an diesem schicksalhaften Tag aus Gyrabania erreichten, sollte das Ende seinen Anfang nehmen. Jeder Kampf fordert ein Opfer. Jeder Sieg hat seinen Preis. Diese Worte gab uns einst Louisois mit auf den Weg. Er, der uns lehrte, niemals die Kosten eines Sieges zu scheuen, beherzigte diese Weisheit bis zum letzten Augenblick.
meinen Entschluss bereits vor langer Zeit gefasst. Und ich bin nun bereit, meinen Preis zu zahlen. Finde du deinen eigenen Weg.